Bevormundet, entmündigt, werden Bürger für dumm verkauft. Muss man sie vor sich selbst und ihren Vorurteilen schützen. Die Informationspolitik von Medien und Polizei, die steht im Fadenkreuz der Kritik seit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln. Schweigen, Maulkorb, Tabus, Streit um Meinungsfreiheit, liebe Zuschauer. Das Thema der Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Anke Domscheit-Berg. Publizistin, Netzaktivistin. Sie beraten den World Future Council zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Arnold Plickert ist bei uns, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei und auch Landesvorsitzender der GdP in Nordrhein-Westfalen. Seit Anfang Januar sehr stark beschäftigt, auch mit Medienauftritten. Alexander Kissler ist bei uns, Ressortleiter Salon. Beim Magazin Cicero, Autor zahlreicher Bücher, darunter Keine Toleranz, den Intoleranten, da geht es um Islamisten. Und dumm geglotzt, wie das Fernsehen uns verblödet, wollen wir hoffen, dass wir das heute widerlegen können. Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. Und schließlich Sergei Lochthofen, Publizist und Mitglied im Deutschen Presserat, von dem man oft hört und liest, eine Art Branchengericht oder Kontrollorgan der deutschen Presse. Ich würde ja sagen, Kanalarbeiter der Branche. Ein weiteres Zitat von Ihnen darüber ist der Reparaturbetrieb des deutschen Journalismus. Spielt ja vielleicht auch heute eine Rolle. Frau Domscheit-Berg, welche Rolle spielen die sozialen Medien bei der Wahrheitsfindung in Deutschland? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Aber eigentlich ist es möglicherweise gar nicht so sehr anders als die sogenannten klassischen Medien, weil da ist die Bandbreite ja eigentlich auch extrem hoch. Wir haben Medien wie die Bild-Zeitung auf der einen Seite, die es mit den Fakten nicht immer so ganz genau nimmt. Wir haben seriösere Medien auf der anderen Seite. Genauso können wir das in den sozialen Medien auch sehen. Nur, dass da möglicherweise der Griff in abgelegene Gebiete noch häufiger vorkommt und die Überprüfbarkeit von Fakten noch viel schwieriger ist. Gerade mit Bezug auf Köln kursieren gerade ganz viele Fake-Fotos in den sozialen Medien, wo man Opfer, die schon vor Jahren Gewalttatopfer geworden sind, in der Regel aus häuslicher Gewalt oder aus anderen Gewalttaten, wird behauptet, das sei von Köln. Es stimmt aber gar nicht. Es verbreitet sich aber sehr gerne, wird auch gerne als Argument benutzt. Und es wird versucht, tatsächlich, wir reden ja von Meinungsfreiheit, Menschen mundtot zu machen, die sich mit anderen, differenzierteren Meinungen äußern, die also auch auf rassistische Auswertungen. Das bezieht sich jetzt alles auf die sozialen Medien, was Sie sagen. Das bezieht sich alles auf die sozialen Medien. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben, der in diversen Zeitungen erschienen ist, wo es um die Reform, die notwendige Reform des Sexualstrafrechts in Deutschland geht und bekomme dann Tweets auf Twitter, wo drin steht, ich sollte endlich mal von einer Horde Araber vergewaltigt werden und dann werde ich schon sehen. Und das ist dann natürlich auch nicht sehr dienlich. Ja. Jetzt werde ich die nächste Frage an Lochthofen trotzdem stellen, weil nachdem Sie dieses Zitat jetzt gebracht haben, das war nämlich, nachdem Sie sagten, klassische Medien, da gibt es ja durchaus auch Ähnlichkeiten. Herr Lochthofen, welche Rolle spielen die sogenannten klassischen Medien bei der Wahrheitsfindung in Deutschland? Eine entscheidende, hoffe ich doch nach wie vor. Ich glaube, es wird sehr solider Journalismus hier in Deutschland abgeliefert. Ich bin viel in der Welt unterwegs, war gerade in Russland. Wenn man sich die Nachrichten dort anschaut oder das, was dort zum Teil in staatsnahen oder vom Staat finanzierten Zeitungen steht, dann ist das reine Propaganda. Und ich glaube, der Unterschied gerade zu den sozialen Medien ist, vieles ist überprüfbar. Es ist nicht anonym. Das heißt, die Namen stehen meistens dazu. Es ist selten ein Pseudonym an dieser Stelle. Das heißt, wer sich heute informieren möchte über ein Thema, kann das in Deutschland sehr gut, sicherlich besser als je zuvor. Aber muss natürlich auch ein bisschen Kenntnisse mitbringen, wie kann ich das, wo kann ich das und wie kann ich das verarbeiten. Und das, glaube ich, fehlt einem Teil derer, die Shitstorms veranstalten, die behaupten, das stimme alles nicht, was da steht. Ich glaube, da fehlt einfach eine Menge an Vorwissen. Dafür sind viele Vorurteile da. Diese Informationsbreite, von der Sie sprechen, ist auch bedingt, dass sich eben da auch klassische und soziale Medien gegenseitig ergänzen. Das ist durchaus auch vernünftig. Wir denken nur daran, wie ein Verteidigungsminister in Deutschland aufgrund einer falschen Promotion gegangen ist. Da war ein klassisches Zusammenspiel zwischen den sozialen Medien, wo man vieles überprüft hat, wo man viele Fakten gefunden hat, und dann den klassischen, ohne den es nicht gegangen wäre. Allein die Aufregung in den sozialen Medien hätte es wahrscheinlich nicht zu diesem Rücktritt geführt.
Wir sind aber auch gemeinsam auf dem Irrweg. Ja? Also wenn wir den Bundespräsidenten Wolf nehmen, der abgesetzt worden ist, hinterher stellt sich raus, das war doch nicht ganz so die Sache. Das heißt, wir leben in einer komplizierten Zeit und leider viele Menschen, ich würde jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber bestimmt ein Drittel, kommt mit der Geschwindigkeit nicht mit und hat auch nicht das Vorwissen, Informationen gut zu verarbeiten. Weil er nicht von den Medien abgesetzt worden ist, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, dann doch selbstständig zurückgetreten ist. Herr Plickert, der Auslöser waren die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln. Was hat eigentlich die Kölner Polizei zu dieser Informationspolitik getrieben? Ja, das muss jetzt genau analysiert werden und hinterfragt werden. Ich glaube, da sind auch Fehler gemacht worden. Also diese Pressemeldung am Neujahrsmorgen um 8 Uhr rauszugeben, ruhige Silvesternacht, friedlicher Verlauf, da gibt es keine Erklärung von. Das müssen wir auch nicht gut reden. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es bewusst falsch dargestellt wird. Also so kann keiner denken, dass die Ereignisse, die in der Nacht passiert sind, irgendwie gedeckelt werden können. Da sind Informationsabläufe, Kommunikationsabläufe in der Behörde zu überprüfen, wie es möglich ist, dass so eine Meldung nach draußen geht. Herr Kissler, gibt es in Deutschland Maulkörbe nur für gefährliche Hunde? Für gefährliche Hunde gibt es sie hoffentlich und dafür sind die auch sinnvoll. Sie spielen es darauf an, ob es Maulkörbe für bestimmte Meinungen gibt. Einerseits muss man feststellen, gerade durch die inflationäre Benutzung der sozialen Medien, in der jeder selbst zum Medium werden kann, haben wir eine unglaubliche Explosion an Meinungen. Also es gab, wenn ich sie messen würde, nie mehr Meinungen, auf die alle Menschen Zugang haben als heute. Andererseits kann es durchaus sein, dass sei es im persönlichen Gespräch, sei es aber auch an prononcierter Stelle in den traditionellen wie in den sozialen Medien, die Folgekosten für solche prononcierten Meinungen oder für abweichende Meinungen so hoch sind, dass sie mancher meint, nicht mehr äußern zu können. Und wir müssen natürlich schon zur Kenntnis nehmen, dass sämtliche Umfragen, die wir haben, sagen, dass viele Leute, private Leute, den Eindruck haben, ach, über dies oder jenes Thema, besonders zurzeit über die Flüchtlingskrise, sage ich lieber nicht laut, was ich denke. Man erlebt dann hier zum Beispiel in der S-Bahn, ist mir schon mehrfach passiert, dann kommt das auf dieses Thema und auf einmal reden die Leute noch ganz, ganz leise. Man will ja nicht in einem falschen Licht dastehen. Und wenn dieser Eindruck, ob er gerechtfertigt ist oder nicht, darüber werden wir noch reden, wenn dieser Eindruck sich festigt, dass gewisse Meinungen in der Öffentlichkeit ein geringeres Daseinsrecht auf Präsenz haben als andere, dann gerät die Demokratie in Legitimationsnöte. Herr Pörksen, auch wenn möglicherweise Rassismus und Ressentiments dadurch gefördert werden, muss man dem Bürger trotzdem reinen Wein einschenken. Nein, ich glaube, es kommt drauf an. Wir müssen über jeden Fall einzeln diskutieren. Wir können kein Pauschalrezept sagen und sagen, jeder Ladendiebstahl muss nun mit einem Hinweis auf die Herkunft, die nationale Herkunft des Täters versehen werden. Das wäre ganz gewiss Quatsch. Aber ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, in der Informationsunterdrückung unglaublich schlecht funktioniert. Und dann rauscht eben ein Gerücht durch die sozialen Netzwerke. Und das wird zu einer eigenen Wahrheit, mit der man auf einmal umgehen muss, auf die man reagieren muss, auf die man eingehen muss. Das heißt also, wir sind zu einer ganz neuen Form auch der Transparenz verpflichtet, der Genauigkeit unserer eigenen Entscheidungen jetzt als Journalistinnen und Journalisten darzulegen und auch zu begründen. Wir müssen sehr viel schneller reagieren, wenn man jetzt an die sozialen Medien denkt. Die haben ja einen Geschwindigkeitswettbewerb ausgelöst. Und für mich ist eigentlich das entscheidende Bild nicht mehr zu sagen, ja, die alten und die neuen Medien, sondern das sind Wirkungsnetze, die entstanden sind, die sich gegenseitig stimulieren, die sich gegenseitig pushen. Und auf einmal eskaliert dann ein endloses Meinungs- oder Deutungsspiel, wie wir es hier im Falle von Köln erlebt haben. Es war ja recht lang sehr vieles unklar, auch aufgrund der Informationspolitik oder Nicht-Informationspolitik der Polizei. Und dieses Ungewissheitsvakuum wurde dann aber blitzschnell, und das zeigt gewissermaßen den Meinungs- und Äußerungsdruck unserer Tage, durch Deutungen, durch Interpretationen gefüllt, durch Spekulationen gefüllt. Mal von der rechten, mal von der linken Seite hat man diesen Fall, auch dieses Verbrechen und diese entsetzlichen und beschämenden Attacken benutzt. Sofort für die eigene Seite. Sie haben gesagt, Informationsunterdrückung funktioniert nicht mehr. Bei allem Schlimmen, was in Köln passiert ist, ist das sozusagen ein positiver Effekt oder eine positive Folge von Köln, dass man darüber noch mal nachdenkt? Ich glaube, das ist keine positive Folge von Köln, sondern es ist eine, wenn Sie so wollen, positive Folge der digitalen Revolution insgesamt.
Wir leben in gatekeeperfreien Zeiten. Journalistinnen und Journalisten haben nicht mehr die maximale Deutungshoheit. Wissen Sie, früher, wenn irgendein Skandal aufkam, funktionierte der nach einem Dreischritt. Es gab irgendeine Normverletzung, die wurde bekannt gemacht. Journalistinnen und Journalisten entschieden darüber, publiziert man oder publiziert man nicht. Und am Ende des Kommunikationsprozesses, ganz am Schluss, konnte das Publikum sich aufregen oder auch nicht. Konnte man einen Leserbrief schreiben auf die Gnade des unredigierten Abdrucks hoffen oder auch nicht. Ja? Heute ist das Publikum selbst, heute ist jeder selbst mächtig, medienmächtig geworden. Das heißt, neben die vierte Gewalt des klassischen Journalismus ist eine fünfte Gewalt der vernetzten vielen getreten. Die Frage ist ja, welcher Vertrauensverlust ist beim Bürger entstanden mit der Frage, werden wir wirklich richtig informiert? Da hat ja jemand einen Anlass gegeben, das war noch einige Wochen vor Silvester gewesen, nämlich bei der Terrorwarnung in Hannover, als der Bundesinnenminister möglicherweise ziemlich unbedacht den Satz gesagt hat, auf die Frage, wie groß die Terrorgefahr in Deutschland denn sei. Ein Teil meiner Antwort würde Sie verstören. Ist das so sozusagen explizit, dass bestimmte Institutionen, Politik, Polizei, auch Medien mit Informationen umgehen oder besser gesagt nicht umgehen können? Meint es mich? Ja, ich glaube, wir haben eine Verantwortung natürlich. Im Gegensatz zu vielen, die im Netz unterwegs sind und irgendwas, was ihnen gerade einfällt, da reinsetzen. Und der Rezipient, dessen nicht 100% weiß, woher kommt das, warum sagt er das, was treibt ihn dazu. Das ist im klassischen Journalismus natürlich anders. Wir haben eine große Verantwortung. Wir dürfen nicht einfach so Dinge in den Welt setzen, auch wenn der Zeitdruck enorm geworden ist, die nicht stimmen. Das ist ja auch das Problem von Köln gewesen. Es hat sich erst mal ein paar Tage gedauert, bis man ungefähr ein Bild dessen bekommen hat, was ungefähr passiert ist. Noch heute wissen wir nicht alles und warum die Polizei so reagiert oder nicht reagiert hat, alles, was damit zusammenhängt. Das heißt also, ich glaube, wir sollten auch ein bisschen in der Frage nicht ganz so hysterisch auf alles reagieren. Das stört mich im Augenblick in der öffentlichen Diskussion viel mehr, als dass wir nicht, das sagen wir, irgendwo die Wahrheit sagen würden. Wir sollten das schon tun, aber überlegt, und auch die Folgenbedenken, selbstverständlich, gar keine Frage. Nur ein solcher Satz, der provoziert natürlich gerade zur Hysterie. Wenn man sagt, es ist etwas noch so schlimm, da sage ich nicht mal die Hälfte davon, da hat man ja den Eindruck, es ist völlig unbeherrschbar. Und derjenige, der das äußert, war ja ein Mandatsträger. Er ist verantwortlich mit für unsere Sicherheit, ein Politiker in höchstem Rang. Aber wenn ein Journalist sowas lose dahin plappert, kann man sagen, okay, eine schlechte Tagesform. Aber ein Minister, der sagt, es ist etwas da, das ist so schlimm, das sage ich Ihnen lieber nicht. Erreicht doch gerade das Gegenteil. Und ein kleines Wort noch dazu, zu Herrn Lichthofen. Natürlich bin ich sehr dafür, dass man das klassische Ethos des Journalismus hochhält. Aber natürlich hatten wir vorher schon, ich darf vielleicht kurz an die Berichterstattung zum Russland-Ukraine-Konflikt erinnern, da schon den Eindruck bei vielen Leuten der Mediennutzer, dass auch die klassischen etablierten Medien es mit Bildbeschriftung und Prüfung von Quellen nicht so genau nehmen. Da gab es mehrere Urteile auch innerhalb reinigender Prozesse des Journalismus. Jetzt haben wir wieder diesen Fall, wo wir den Journalismus manchmal im Verdacht haben, er sei eben Partei. Ja, aber gerade an der Stelle hat sich ja gezeigt, dass man sich selbst damit beschäftigt und versucht, das auch zurechtzurücken. Natürlich. Und feststellt, dass uns nicht nur ein Teil der Professionalität manchmal fehlt, also die Ausbildung, also die ganz großen alten Herren, die 20 Jahre lang in Russland waren, sind nicht mehr da. Ja. Das heißt, es ist alles ein Durchlauferhitzer, ganz der Zeit entsprechend geworden. Das heißt auch, ich sehe das russische Fernsehen, ich sehe das ukrainische Fernsehen, da ich die Sprachen beide verstehe, dann sehe ich auch die Unterschiede und die Quellen, auf die man zurückgreifen muss. Und das ist sehr kompliziert geworden für die Leute. Und diejenigen, die daran Kritik üben, die haben einfach keine Ahnung, was da draußen passiert, wo geschossen wird. Wir sind ja genau in dem Spannungsfeld, wo es deutlich wird, wie schwierig es für die Polizei ist. Ich nehme jetzt das Ereignis in Köln. Da ist natürlich klar, dass die Medien, die Öffentlichkeit schnell eine Reaktion der Polizei haben möchten. Aber da muss man auch genau analysieren und muss wissen, was wir sagen. Also wenn wir ganz spontan uns vor die Kamera stellen und sagen, in der Nacht waren 100 Flüchtlinge auf dem Platz, da kann ich Ihnen sagen, dauert es keine Stunde, dann ist die erste Bürgerbewegung da und sagt, die Polizei ist sowieso ausländerfeindlich. Die einen sagen, wir sind auf dem rechten Auge blind, die anderen sagen, wir haben keine interkulturelle Kompetenz. Also kommt das auch daher, dass, wenn ich da vielleicht kurz unterbrechen darf, dass gerade dass die Polizei ja zum Beispiel bei den Ermittlungen gegen den nationalsozialistischen Untergrund keine besonders gute Figur abgegeben hat. Das war zwar in erster Linie der Verfassungsschutz in Thüringen, aber es traf ja die Sicherheitsorgane insgesamt, dass man deswegen auch irgendwie Angst hat, da in eine Ecke gestellt zu werden? Ja, das ist mit Sicherheit eine Ursache. Ich sagte ja, die einen sagen, wir sind auf dem rechten Auge blind, die anderen sagen, wir sind ausländerfeindlich. NSU-Ausschuss sagt, fehlende interkulturelle Kompetenz. Und als letztes sagt man nach, Polizei muss gekennzeichnet werden. Wenn eine
Organisation ständig so attackiert wird, dann richtet sie auch ihren Sprachgebrauch darauf ein und wird vorsichtiger in den Regeln. Wobei ich hier deutlich sagen will, wir haben klare Erlasse, Vorgaben, die sind politisch gewollt. Es ist ja gerade schon mal angeklungen. Ist politisch gewollt, dass wir die Identität von nationalen Minderheiten nicht rausgeben, es sei denn, sie stehen zu einem besonderen Sachverhalt in Bezug. Der in Köln aber gegeben ist. Genau, und das ist der Punkt, über den wir diskutieren müssen und auch jetzt wirklich nicht wieder nur in Schwarz und Weiß. Ich will nicht, dass jeder Ladendieb sofort in dieses Raster fällt, weil ein Ladendieb hat, glaube ich, nichts was Besonderes. Da haben wir auch genug Deutsche, das sagen wir auch nicht. Aber ich glaube, es gibt Sachverhalte, da gehört Köln zu. Wir können über die Frage der Vielzahl von Antänzern in Köln und Düsseldorf sprechen. Wir können über organisierte Kriminalität sprechen. Das sind Dinge, die müssen jetzt besprochen werden. Und dann brauchen wir auch mal klare Regeln. Das sind alles Standards, die legt der eine so aus, der andere so aus. Wir orientieren uns am Pressekodex, die Sprachlichkeit. Ja, Sie werden die klaren Regeln nicht bekommen. Ich sitze ja in so einem Gremium, wo man jedes Mal diese Fälle hat aus den Zeitungen, wenn tatsächlich mit Kleinkriminalität zusammenhängt die Nationalität genannt wird. Ohne dass da möglicherweise unbedingt ein Zusammenhang besteht. Also keine Bande, keine das, keine das, keine das. Das heißt, wir sitzen dann, das ist ein Gremium von 10 Leuten, und diskutieren. Ja. Und am Ende wird eine 6-4 oder 7-3 Entscheidung getroffen. Das heißt, es gibt auch drei andere Meinungen, die sagen, wir hätten das nennen können an dieser Stelle. Das heißt, sie werden immer im konkreten Leben, jetzt ist Köln gewesen, das nächste Mal ist es eine ganz andere Stadt und eine ganz andere Geschichte. Die Organisationsmöglichkeiten über das Internet haben ja zugenommen, ja in jeder Form. Auch die Kriminalität hat ja zugenommen. Das heißt, wir werden uns jedes Mal aufs Neue damit beschäftigen müssen. Nur wofür ich plädiere, ist sachlich, vernünftig, nicht hysterisch, nicht alarmistisch, was im Augenblick passiert. Und das stört mich unwahrscheinlich im Verhältnis zur Polizei, aber auch im Verhältnis zu dem, was dort passiert ist. Also ich würde da auch gerne einhaken wollen, denn selbst wenn wir sagen, bei Kleinkriminalität spielt es überhaupt keine Rolle, was definitiv so ist, würde mich ja interessieren, wie man das bei schwereren Straftaten auf einmal anfängt zu differenzieren. Da lese ich in der Zeitung nämlich Religionszugehörigkeit und Herkunft immer nur dann, wenn es sich zum Beispiel um Islam, dunkle Hautfarbe oder irgendein Ausland handelt. Ich lese da nicht, katholischer, in Deutschland geborener Täter hat irgendwie, ja. Und wir wissen, dass 99% der Straftaten, um das alle auch noch auszuführen, werden in Deutschland von Deutschen begangen. Und wenn es eine Rolle spielen soll, die Herkunft und die Religion, dann muss man es entweder für alle machen oder gar nicht. Sonst spielt man nämlich bestimmten rassistischen Tendenzen in die Tasche. Bin ich voll bei Ihnen. Und ich möchte, das ist mir auch noch wichtig, Sie haben das ja schon angesprochen, ich möchte das mit Beispielen untermauern, dass die Presse wirklich die Verantwortung hat, Dinge, die als Fakten ja dann sogar gekommen sind, aber auch korrekt abzubilden. Und wie viele Schlagzeilen habe ich gelesen, wo stand 1000 nordafrikanisch aussehende Männer haben bla bla getan. Es waren aber keine 1000 Täter, sondern es war eine Gruppe von 1000 Menschen, aus der heraus eine weitaus geringere Zahl von Tätern, wie viele wissen wir nicht, tätlich geworden sind. Ich habe unzählige Zeitungen gelesen, die schrieben, da fand man einen Zettel, da stand drauf, ich will dich töten. Das war faktisch falsch. Auf dem Zettel standen ganz viele Dinge drauf, arabisch und eine extrem unbeholfene vermutliche Google-Übersetzung. Da stand in einer deutschen Variante, ich will töten, ficken. Und die arabische Variante, da stand halt wörtlich übersetzt, ich will dich einmal durchvögeln. Das ist halt das Wort. Allerdings, Anzeigen gibt es ja in wesentlich größerer Zahl, was Köln angeht, 800 inzwischen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ändert nichts daran, was ich gerade gesagt habe, dass Fakten falsch dargestellt worden sind und das Wirkungen hat. Aber da muss und ich frage mich bei der Polizei tatsächlich, bei über 800 Opfern, die meisten davon weiblich, die Hälfte davon sexualisierte Übergriffe, wie kann es sein, dass die Polizei vor Ort das nicht in dem Maße gesehen hat? Ich verstehe das nicht. Also, das ist für mich wirklich ein ganz offensichtliches Staatsversagen. Und da spielt für mich als ein Mensch, der selber sexualisierte Gewalt auch schlimmster Form erlebt hat, spielt es eine Rolle, wie die Polizei damit umgeht. Allerdings ist es ja, glaube ich, vielleicht nicht, also ob es nun 1000 oder 10 sexuelle Übergriffe gegeben hat. Zunächst mal ist jeder Einzelne ja schlimm. Also insofern ist das, was Sie jetzt gesagt haben, mit den Zahlen da schon klären. Also man muss noch mal festhalten, Herr Albers, damals noch Polizeipräsident, hat in der ersten Pressekonferenz genau das gesagt, was Sie jetzt hier auch gesagt haben. Er hat nie von 1000 Tätern gesprochen. Er hat ganz klar differenziert, dass 1000 Störer auf dem Platz waren
und davon ein kleiner Teil Täter, der aber zu dem Zeitpunkt nicht benannt worden. Ja, das haben das mit dem Staatsversagen, das sehe ich ein bisschen anders. Es ist ja jetzt so, wir haben 100.000 Hellseher in dieser Republik, die alle wussten, dass in Köln am 31.12. ich gehe von weit mehr aus wie 1.000 Personen auf dem Platz. Wenn ich heute höre, dass wir 800 Anzeigen haben, müsste man ja unterstellen, dass fast jeder Täter da war. Also ich glaube, wir müssen von einer Zahl von 1.500 bis 2.000 ausgehen, die auf dem Platz waren. Die nicht alle straffällig geworden sind. Die nicht alle straffällig, ja, Störer. Ja. So, die Lageorientierung der Polizei hat sich, und das ist bei uns Standard, am letzten Jahr ausgerichtet. Und wir hatten zum letzten Jahr sogar 40 Polizistinnen und Polizisten mehr in Köln. Wir sind dann von dieser Situation überrascht worden. Und ich sage, die 130 Kollegen Landespolizei und 70 Kollegen Bundespolizei, da ziehe ich den Hut vor, weil das waren die, die noch die Lage versucht haben zu lösen. Und ich war in engem Kontakt mit denen. Die waren in der Woche selber sehr frustriert, dass sie A, nicht verhindern konnten, was da passiert ist. Sie hatten aber irgendwann mal auch im Laufe der Woche das Gefühl, sind wir eigentlich hier die Täter? Oder wie geht man eigentlich mit uns um? Darf ich da vielleicht ganz kurz einen kleinen Einschnitt machen? Wir sind jetzt bei ein klassisches Beispiel dafür, wenn es um Wahrheit und Wahrheitsfindung geht. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, die falsche Reihenfolge von Fakten und Einordnung. Haben wir vielleicht gerade in Deutschland eine viel zu idealistische Vorstellung von Wahrheit? Gibt es die überhaupt oder gibt es nicht viele Wahrheiten? Na, ich weiß nicht, wir können natürlich auf der Ebene des Faktischen sehr wohl feststellen, wie viele Leute waren auf einem Platz und was genau ist da passiert. Also da gibt es nicht nur unterschiedliche, gewissermaßen rein subjektive Versionen. Ich würde dringend davor warnen, auch Sie als Journalist gewissermaßen in so einen subjektivistischen Relativismus nun abzudriften und zu sagen, meine Wahrheit, deine Wahrheit, viele Wahrheiten. Nein, etwas, was mich sehr beschäftigt mit Blick auf ein solches Geschehen, aber auch mit Blick auf die Germanwings-Katastrophe und anderes mehr, ist diese Neigung zur Ad-hoc-Deutung, also zum Sofort-Kommentieren. Und das habe ich bei diesem Fall tatsächlich erlebt. Es gab sofort auf Blogs die Hinweise Massenvergewaltigung in vielen deutschen Städten. Auch eine so ehrbare Zeitschrift wie Cicero hat sofort davon von einem sich selbst gleichschaltenden Rundfunk, ich glaube, es war jemand aus ihrer Chefredaktion, geschrieben und von einem Totalitarismus der Wahrnehmung. Also das sind... Es ist eine Neigung zum Sofortschlagwort. Auf der anderen Seite, vielleicht eher anders politisch, gab es dann Neigung auch manchmal zur Verniedlichung, bloßes Busenkrapschen und solche merkwürdigen Sätze sind gefallen. Das ist eine Neigung zur Sofortinterpretation entlang des eigenen Weltbildes, die mich wirklich bewegt hat und beschäftigt hat. Wir haben etwas Ähnliches, die Neigung zur Sofortspekulation und Interpretation mit Blick auf den Germanwings-Absturz gesehen. Und ich glaube, dass dieses Ad-hoc-Interpretieren, dieser Deutungszwang allen Beteiligten nicht gut tut. Aber ist das so? Bei dem Beispiel, ganz kurz, den Satz zu Ende. Man muss nämlich dann übermorgen zurückrudern. Man muss nämlich übermorgen anerkennen, es war doch noch ganz anders. Das Medienversagen war gar nicht so gewaltig. Zumindest auf der lokalen Ebene hat die Kölner Presse sehr wohl einen sehr respektablen Job gemacht. Aber wenn Sie gerade Germanwings erwähnen, ich erinnere mich noch sehr genau, als wir hier saßen, vor dem knappen Jahr, als das passiert ist. Und es hat ja, glaube ich, 72 Stunden gedauert, bis eine unglaubliche Wahrheit ans Licht kam. Aber die Menschen wollen ja auch informiert werden. Sie wollen nicht im Unklaren gelassen werden. Selbst wenn man dann auch sagt, wir spekulieren ja, wir versuchen, das Unerklärbare zu erklären, ist das nicht statthaft? Das ist natürlich notwendig. Die Menschen suchen Einordnung, wollen Informationen. Jeder tut das, auch ich selbst natürlich, ganz klar. Aber es geht darum, dann auch in einer gewissen Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit zu sagen, was weiß man? Und was weiß man noch nicht? Und was kann man vielleicht nie wissen? Hier haben wir es ja damit zu tun, dass im Grunde genommen sofort Sicherheiten präsentiert werden und man dann übermorgen eine ganz andere Faktenlage hat. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wie auch Vertrauen in die Medien enttäuscht werden kann durch ein zu schnell sein wollen, durch ein unbedingt mithalten wollen. Ich glaube tatsächlich, dass manchmal die Entschleunigung, das Abwarten, auch das Offenlegen, wir können das im Moment nicht einordnen.
angebracht wäre, notwendig. Denken Sie doch an das Ereignis in Oslo. Damals. Alle haben gesagt, Al-Qaida. Im Fernsehen überall lief das schon, weil man natürlich unter diesem Druck ganz schnell Erklärungsmuster haben musste. Das sah ähnlich aber aus. Dann stellte Verhalten, sich raus, es war das nicht. Diese Reaktionsmuster der Presse gleich mit Herrn Kissler. Nur darf man es natürlich auch nicht so tun, als wäre jetzt, je länger man darüber nachdenkt, umso mehr unklar. Es ist doch völlig klar gewesen von Anfang an, dass die Tatverdächtigen, aus deren Reihen dann auch die Täter stammen müssen, sei es in Hamburg, sei es in Stuttgart, wo es ähnliche Vorgänge gibt, sei es in Köln, sei es in Bielefeld, aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis stammen. Insofern ist es doch, und das war, glaube ich, auch mit einer Formulierung von der mentalen Selbstgleichschaltung der Journalisten gemeint, insofern ist es doch absolut kontraproduktiv, dann zu sagen, ja, diesen Aspekt, der aber gewissermaßen das Tertium Comparatione aller Vorfälle ist, blenden wir aus. Wir führen jetzt gerade keine Debatte über das Frauenbild im Islam, schrägstrich in arabisch patriarchalisch geprägten Gesellschaften. Diese Debatte wird ja gerade von Muslimen, auch von solchen, die, weil sie solche schlimmen Situationen erlebt haben, zu uns geflohen sind, eingefordert. Insofern ist das jetzt ein wenig, dieses Abwarten, bis alle Fakten geklärt sind, ein wenig überidealistisch. Und zum Zweiten möchte ich sagen, wir haben bei solchen katastrophalen Ereignissen, sei es Germanwings, sei es Köln und wer weiß, was uns alles noch bevorsteht, als Menschen das Bedürfnis, uns über solche Geschichten auszutauschen. Wir Journalisten sind auch nur Menschen. Und wenn wir uns in das Getümmel einer Deutung... An der Stelle, absolut. Wenn wir uns aber in das Getümmel einer Deutung stürzen, haben wir immer das Risiko, dass wir im Nachhinein andere Deutungen wieder schreiben müssen. Aber es wäre eine Einbuße an Menschlichkeit, zu sagen, wir warten, bis alles auf dem Tisch steht und es wird nicht herauskommen, dass eine katholische Schützengilde war. Das ist also an dem Abendschlag, wenn ich darauf kurz reagieren darf, das ist überhaupt nicht der Vorschlag, sondern der Vorschlag ist zu sagen, Ungewissheit sehr viel prononcierter zu benennen. Und wenn Sie sich diesen Fall wirklich im Detail angucken, es ist ja auch bei Cicero rekonstruiert worden von Ihrer Redakteurin Petra Sorge. Sie lesen Cicero, kann ich nur ganz genau wünschen. Ganz präzise hat sie rekonstruiert. Also wo ist eigentlich diese Form der, des aggressiven Verschweigens? Wo sehen Sie die? Wir haben diese Pressemitteilung gehabt am 1. Januar. Da ging alles los mit. Es gab dann von Seiten der Kölner Journalistinnen und Journalisten durchaus Recherchen, die auch die Dinge offengelegt haben. Es gab dann eine dpa-Meldung und es gab dann diese Pressekonferenz am 4. Januar. Und die hat tatsächlich alles geändert. Und im Moment war die Diskussion auch da. Also ich glaube, wir sollten nicht so tun, als gäbe es Manipulationstheorien, sind im Moment sehr beliebt mit Blick auf öffentliche Meinungsbildung, sind wahnsinnig beliebt, sind auch wahnsinnig einfach. Wir sollten nicht so tun, als habe es gewissermaßen in robuster Weise ein willentliches Verschweigen auch der klassischen Medien gegeben. Das kann ich nicht erkennen. Also Selbstgleichschaltung, dieser Begriff ist viel zu hochgehängt. Das ist ein Zeichen von Hysterie. Also, ich glaube, eine mentale gibt es schon. Doch. Es ist ja kein journalistisches Manko, wenn man sagt, dass man noch so eine gewisse Ungewissheit über den Vorgang gibt oder auch eine Unwissenheit, woher soll man das auch wissen? Also was man gewusst hatte am Morgen und das hätte man auch bekannt geben müssen, dass es sich um zwei Gruppen auf dem Platz handelt. Die eine Gruppe waren nordafrikanische Männer und die andere Gruppe waren Männer aus dem arabischen Raum. Ich war ja der Erste, der in der Woche am Donnerstag die Zahlen bekannt gegeben hat. Und das wusste man schon am 1.1. Ja, ob es jetzt am 1.1. Mann der Bericht geschrieben ist, aber es sind ja 71 Personalien festgestellt worden. Jetzt muss man aber nicht glauben, dass die 71 Personalien auch Täter waren, denen man Sexualdelikte. Das sind Personalien gewesen, weil die Ordnungsstörung begangen haben. Wir haben Leute in Gewahrsam genommen. Und deswegen hätte man am ersten Tag sowieso nicht mehr sagen können als die Zuordnung der Gruppe. Die 71 waren keine potenziellen Straftäter. Und das hätten wir auch nicht zuordnen können, weil die zu dem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen wären. Vielleicht noch ein Wort dazu. Der Zwischenfall ist ja ein ganz anderer als Germanwings. Da ist eine Katastrophe mit so und so vielen Menschen. Auch da fing die Spekulation sofort an. Es musste ein Anschlag sein. Später stellte man fest, was ganz anderes. Hier baute sich das langsam auf. Es war erst mal ein lokales Ereignis. Was geht mich eigentlich Köln an so einem Tag an? Woanders ist auch gefeiert worden. Dann merkte man, da ist etwas nach einer gewissen Zeit. Dann merkte man, in Hamburg ist auch etwas gewesen. Und dann nahm das natürlich Fahrt auf. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass es natürlich in eine Zeit fällt, wo wenig Nachrichten sind. Dann ist so etwas natürlich auch. Wir haben vor einem Jahr Pegida gehabt. Ganz groß aufgebaute Truppe. Ja, also die 14 Tage lang haben Journalisten sehr fragwürdig gearbeitet mit dem Thema. Seitdem ist es natürlich virulent. Ich will nur sagen, wir haben hier eine Verantwortung. Wir müssen sehr professionell an die Sache rangehen. Ich habe die Befürchtung, dass tatsächlich nicht mehr die Zeit da ist. Und die Ausbildung der einzelnen Leute,
Ja, wenn aber dann das ist eine Redakteurin irgendwo dahin geht und sagt, ich darf ja gar nicht das erzählen und sagen und schreiben, was ich soll, dann sage ich, ist es aber Unsinn. Aber Herr Lochthofen, aber es geht ja um, ja, es war doch der Vorwurf von Herrn Pörksen, es ginge bei uns Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Es gibt ja diese amerikanische Berufsphilosophie für Journalisten, be first, but be first right. Also es war der Erste, aber der Erste, der es richtig berichtet. Ist das Illusion im modernen Medienbetrieb, dass man da getrieben wird, auch weil es eine gewisse Erwartungshaltung im Publikum gibt? Wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, der Druck ist größer geworden. Die Geschwindigkeit, mit der Nachrichten reingehen und auch verglühen, ist viel höher geworden. Das betrifft nicht nur jetzt Katastrophen und solche, sage ich mal, sozialen Umbrüche oder ähnliche Dinge. Das sind ja ganz einfache Sachen. Also jede Woche wird eine Sau durchs Dorf getrieben. Nächste Woche haben wir ganz vergessen. Also Griechenland, typischer Fall. Kurz vorher ging die Welt unter mit Griechenland, jetzt spielt Griechenland keine Rolle mehr. Ja? Das läuft ja weiter im Hintergrund. Ja, es ist ja wunderbar, der Euro steigt ja jetzt wieder. Das heißt also, die Theoretiker der anderen Welle müssten jetzt ja langsam weinen, weil es eben mal schlechter geworden ist mit Griechenland, weil man nicht mehr solche Schlagzeilen dazu machen kann. Ich will deutlich machen, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, an dieser Stelle, wenn es um die klassischen Medien geht, sachlich, professionell, nachdenklich darüber berichten. Das mag im sozialen Netzwerken anders sein, okay, aber wir müssen das dagegen setzen, sonst haben wir ja gar keine Chance. Frau Dumscheid-Balk, die sozialen Medien, die Sie jetzt angesprochen haben, wirken die bei diesem Hochgeschwindigkeitsjournalismus wie ein Brandbeschleuniger? Na, wer da wen brandbeschleunigt, kann man manchmal gar nicht mehr auseinanderhalten. Nur es allein durch den Mechanismus, wie das abläuft, wie schnell man berichten kann über alles also Mögliche, da, jeden wird, Winkel der Welt. Es wird natürlich dadurch ein Druck ausgeübt, aber ich glaube also zutiefst, dass an diesem journalistischen Grundsatz, den Sie gerade erwähnt haben, nicht zu rütteln sein darf, denn es unterscheidet sich ja Journalismus von irgendwer postet irgendwas im Internet. Das kann auch guter Journalismus sein, im Sinne von Bürgerjournalist schreibt auch wirklich sachlich hervorragend, das gibt es alles, aber trotzdem habe ich schon gewisse Erwartungen. Und der Eindruck, den Sie gerade geschildert haben, die Presse hätte also in der Mehrheit bestimmte Debatten nicht zugelassen. Ich weiß überhaupt nicht, welche Medien Sie lesen und welche ich mitbekomme. Aber die Bandbreite dessen, was man da an Interpretationen genau in der Richtung, die Sie komischerweise vermisst haben, massiv gesehen hat, die war ja da. Es gab ein unsäglich sexistisch-rassistisches Titelblatt, sogar auf dem Fokus vorne drauf, mit einer lang und breit Debatte innen drin. Auch ihre was ja aber dann auch beurteilt worden ist, als sei es schlimmer als die Vorfälle gewesen. Das war auch wieder ein bisschen hysterisch. Trotzdem war das aber möglich. Es ist auch vom Chefredakteur verteidigt worden. Ja, fand ich auch völlig in Ordnung, dass der dazu steht. Es gibt kein Tabu, es gibt kein Verbot, es gibt die vollständige Meinungsfreiheit, selbst solche rassistischen Dinge in einem großen Medium zu veröffentlichen. Ich fand es nicht rassistisch. Ich weiß, Ihre Artikel werden ja auch veröffentlicht und haben genau den gleichen Tenor. Deswegen finden Sie die natürlich gut. Aber solange das möglich ist, können wir von einer Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit ganz offensichtlich nicht reden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir eine Meinungsfreiheit haben, dass das Wort von der Lügenpresse nicht stimmt, um das ganz klar zu sagen. Aber es gibt durchaus Folgekosten, die man tragen muss. Es gibt Leute, die in jüngster Vergangenheit, müssen die Namen jetzt gar nicht nennen, auch ihren Job verloren haben aufgrund unglücklicher Facebook-Postings in die eine oder andere Richtung. Ich glaube schon, dass es Themen gibt, die in unserer hysterischen Gesellschaft, da stimme ich Ihnen zu, besser in eine gewisse Richtung argumentiert werden, wenn man nicht um seine Karrierechancen bringen sich will. Und das andere ist, da möchte ich Ihnen aber ausdrücklich zustimmen, dieser ökonomische Aspekt, wir reden abseits öffentlich-rechtlichen Medien von einer Branche unter enormen Erwerb und enormen Erlösdruck mit kollabierenden Umsatzzahlen. Und das führt dazu, dass natürlich die Bildung, die Einstiegsbildung geringer ist, dass die Bezahlung geringer ist, dass die Zeit höher ist, die verwendet werden muss und von immer weniger erbracht werden muss. Das heißt, immer weniger Leute, die tendenziell nicht besser ausgebildet sind, müssen immer mehr leisten. Und ich glaube, dieser ökonomische Druck führt auch dazu, dass im Zweifelsfalle Schnelligkeit vor Gründlichkeit gehen kann. Lügenpresse war ein Stichwort von Ihnen, Herr Pörksen. Dieser Vorwurf wurde erhoben im Umfeld von Pegida. Aber weit über diesen Bereich hinaus gibt es ein unglaubliches Misstrauen gegenüber Medien, gegenüber der Presse, vor allem den klassischen oder etablierten, dann wird auch gesagt staatsnahen Medien. Was ist da in den letzten Jahren schiefgelaufen? Also zum einen muss man sagen, es gibt dieses Misstrauen in einer schleichenden Form schon relativ lange. Es war nur journalistisch kein Thema. Man hat es schlicht nicht beachtet. Also mein Kollege Wolfgang Donsbach hat schon vor etlichen Jahren ein Buch darüber veröffentlicht und hat gezeigt, wie in westlichen Mediensystemen die Glaubwürdigkeit tendenziell immer weiter abnimmt. Aber in der Tat, ich glaube, wir können ganz klar sagen, und das zeigen alle Umfragen,
es gibt ein massives Misstrauen gegenüber den Medien. Und das bezieht sich jetzt nicht gewissermaßen auf die Bild-Zeitung oder auf einen bestimmten Verlag, sondern es ist ein Misstrauen gegenüber der gesamten Profession. Das macht sich oft fest an einzelnen Reizthemen. Köln ist ein solches Reizthema, der Germanwings-Absturz, die Sarrazin-Debatte, die Debatte um Karl Theodor zu Guttenberg, das Beschneidungsurteil, die Ukraine-Krise, die Russland-Berichterstattung. Da entflammt gewissermaßen dieses Medienmisstrauen. Und das ist zum einen natürlich für einen Journalismus, der von Glaubwürdigkeit und Vertrauen lebt, ganz besonders fatal. Und der jetzt auch, zum Teil zumindest, wenn Sie an die Qualitätspresse denken, um neue Geschäftsmodelle ringen muss. Aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr schlechte Nachricht für die öffentliche Debatte und den öffentlichen Diskurs. Denn wir brauchen die Agenda der Allgemeinheit. Wir müssen uns über Themen und über Wahrheiten verständigen können. Und da macht es wenig Sinn, wenn gewissermaßen jeder in seinem eigenen Bestätigungsmilieu hockt, jeder auf seiner kleinen Insel sitzt und wir alle aufeinander einbrüllen, der hat aber Unrecht und das ist aber gelogen und so. Also dieses zunehmende Lügenpresse-Gerede beobachte ich mit großer Sorge. Ich glaube auch, dass klassischen Medien einen Fehler machen, die Medienberichterstattung zum Beispiel systematisch zurückzufahren. Ich glaube, das könnte die Hochzeit und sollte die Hochzeit der Medienberichterstattung werden, des transparenten Offenlegens der eigenen Vorgehensweise, des Erklärens, wie eigentlich Nachrichtenströme überhaupt zustande kommen. Also ich will keineswegs so sagen, das ist jede Kritik an den etablierten oder klassischen Medien ist falsch. Nein, da gibt es Dinge auszusetzen, falsch gewählte Filmausschnitte, Symbolfotos, die merkwürdig sind, Zahlen, mit denen man nicht sauber umgeht. All dies muss benannt werden, aber die pauschale Etikettierung der Medien unter dem Lügenpressevorwurf, die ist fatal. Und ich beobachte auch, und genau das hat für mich Köln gezeigt, dass diese Lügenpresse-ähnlichen Vorwürfe allmählich in dieses bürgerliche Milieu hineindiffundieren. Also was ist eine Aussage eines ehemaligen Ministers, der von einem Schweigekartell redet, also von einer verabredeten Manipulation, anderes als sich irgendwie in die Nähe dieses Wortfeldes der Lügenpresse zu bewegen. Also, muss man natürlich sagen, sehe ich mit großer Sorge. Sie haben zu Recht gesagt, der Raum der gemeinsamen Verständigung muss offen bleiben, ja, muss wachsen. Deswegen ist es wunderbar, wenn es hier so Diskussionsrunden gibt. Und wenn wir aber gleichzeitig dann hören, dass eben jetzt im Landtagswahlkampf von Baden-Württemberg auf Interventionen vermutlich der jeweiligen Landesregierungen die AfD ausgeladen worden ist. Ja, aber das ist doch nicht richtig, was Sie erzählen. Das wissen Sie doch genau. Das ist doch in Deutschland Usus, dass nur Parteien daran teilnehmen, die im Landtag sitzen. Das ist nicht sitzen. Usus. Vorher ist die Linke nicht dabei. Die hat vorher nicht aber dabei, aber das ist doch nicht in Ordnung, was Sie sagen. Das ist nicht redlich jetzt. Die hat teilgenommen das letzte Mal, die Linke, im Vortrag. Es ist genau so in den Landtagen so, dass dort nur die in die Diskussion gehen. Ach, ich kann das bestätigen aus Brandenburg. Wieder ein Aufblasen einer Geschichte. Nein, das letzte Mal hat die Linke teilgenommen vorher. Das stimmt, das ist Faktum. Ich wollte gerne für die Piraten an so einer Runde teilnehmen und wurde auch nicht eingeladen, obwohl ich Kandidatin bei den Landtagswahlen war. Das befürworte ich genauso wenig. Mit genau dieser gleichen Begründung, dass das Grundprinzip ist, in diesem Landtag, in anderen Landtagen waren ja die Piraten, sind sie nicht drin, tut uns leid, deshalb geht das leider nicht. Ich finde trotzdem, Linke und AfD gehören da hinein. Ich fand das wenn auch bedauerlich. Beide im Landtag drin. Aus diesem Grunde gleiche Regeln für alle. Ich glaube auch, gleiche Regeln für alle. Wir haben ja, wie viele Parteien stehen denn auf dem Wahlzettel? Warum wollen Sie die Partei für die Familien nicht? Und die und die. Die andere bei 6%. Ja, das ist jetzt Umfrage. Die Schill-Partei war auch bei 10% und die NPD war in Sachsen auch bei 10%. Trotzdem würde ich Ihnen nicht empfehlen, in Baden-Württemberg die NPD mit reinzuziehen. Aber er hat gesagt, dass er es gemacht hat auf Druck der Landesregierung. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht ein Druck der Landesregierung, sondern die haben gesagt, wir nehmen nicht dran teil. Das ist ihr gutes Recht. Da ist man eingeknickt, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist unsouverän. Nein, das ist jetzt wirklich eine völlig falsche Interpretation. Nein, ich wundere mich, wie Sie dazu kommen. Ja, ich glaube nicht, dass die Politik die Gästeliste bestimmen kann. Der Eindruck ist aber momentan da. Dieser Eindruck ist entstanden. Es haben zwei Parteien gesagt, dass sie nicht kommen werden, wenn die AfD-Vertreter da sind. Das ist klar. Das ist deren gutes Recht. Auch da gilt ja der berühmte Satz von Max Weber. Der Wert einer Handlung liegt nicht in ihren Motiven, sondern in ihren Konsequenzen. Aber die Politik spielt schon eine Rolle aus meiner Bewertung. Es wird ja jetzt wieder so schnell gesagt, mit diesem Kartenspiel Schwarzer Peter, da wird ja gerne gespielt und die letzte Karte kriegt sowieso immer die Polizei. Sicherlich gibt es jetzt keine Vorgaben, aber richtig ist doch, dass auch im Backoffice, im Hintergrund von der Politik klar gesagt wird, wir wollen manche
Informationen gar nicht so gerne haben. Es ist doch. Inwieweit ist die Polizei da eigentlich von der Politik abhängig? Wie viel Spielraum haben Sie da? Ich meine, Sie unterstehen dem Innenminister. Ja, der Innenminister wird ja nicht direkt kommen, aber das läuft über andere Kanäle, das läuft über Besprechungen und dann kommen natürlich diese Führungskräfte auch hin und dann wird gesagt, ja, wir sollten mit diesen Daten sensibel umgehen. Ja, was ist denn sensibel? Sensibel führt, wie beim Deutschen Presserat, 10-mal diskutieren und man kommt dann zum Ergebnis. Und bei uns ist es so, dass aufgrund der Situation wahrscheinlich der eine oder andere sagt, sensibel, da lasse ich dann lieber die Finger von. Auch da erwarte ich, dass mal da Verantwortung übernommen wird und auch klare Kante gezeigt werden. Jetzt zu sagen, das ist die Polizei, ja, es ist doch auch so, in der gesamten Debatte, wer doch irgendwas gegen diese Flüchtlingskultur, Willkommenskultur gesagt hat, der ist doch de facto gleich in die rechte Ecke gestellt worden. Da hat man doch gesagt, das ist Wasser auf die Mühlen von rechts, von Pegida. Und dann darf man sich doch nicht wundern, wenn dann auch Einzelne aus dem Apparat oder der Apparat damit vorsichtig umgeht. Das ist für mich eine normale Entwicklung. Ich finde das aber auch ein bisschen pauschal geäußert. Wenn man sich sachlich und einfach mit Meinungen und Argumenten gegen Zuwanderung ausspricht, was nicht meine Meinung ist, aber es kann eine akzeptable Meinung von irgendwem anderen sein, da ist doch diese Zuordnung gar nicht aufgetaucht. Die ist dann aufgetaucht, wenn, jetzt spreche ich wieder mit Bezug auf Köln, Leute sagen, alle Moslems oder Menschen mit dunkler Hautfarbe oder arabischem Hintergrund haben eine extreme Neigung zu Gewalt, insbesondere gegen Frauen. Ja, weil es da nicht gerne gehört wird. Wir haben doch klare Hinweise. 10%, die Zahlen sind doch belegbar, aber die will doch in dieser Republik keiner hören. Wir gehen davon aus, 10% der Flüchtlinge werden in der Republik kriminell. Die Zahlen sind doch da, aber die will doch keiner aussprechen. Also ich habe aus Polizeikreisen andere Statistiken gehört. Ja. Selbst aus sehr hochrangigen Polizeikreisen wurde gesagt, dass die Kriminalitätsprävalenz bei den Flüchtlingen geringer ist als bei der einheimischen Bevölkerung. Und da mich das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen besonders interessiert, möchte ich Ihnen gerne sagen, was Sie vielleicht nicht wissen. Das hat doch mit der Gesamtzahl der Kriminalität nichts zu tun. Wenn ich das zu Ende ausführen darf, 70% der Tatorte bei Gewalt gegen Frauen ist die eigene Wohnung. In den meisten Fällen ist das ein deutscher Mann. Jedes dritte Mordopfer, wo eine Frau das Opfer ist, wird von ihrem eigenen Ex-Partner oder Partner umgebracht. Aber Frau Dumschalt, doch niemand in Zweifel, oder? Das stellt doch niemand in Zweifel, was Sie jetzt sagen. Es wird so getan, als wäre jetzt die Frau in Deutschland besonders gefährdet, weil muslimgläubige Flüchtlinge. Aber alle sagen, es ist eine neue Dimension. Das höre ich ständig, das Wort. Eine neue Dimension sei dazu gekommen. Das ist doch gut. Das soll sich auch keiner unbedroht. Ich habe Erfahrungen mit Gewalt. Die habe ich aber mit deutschen Männern gesammelt. In meinem Haus wohnen seit September in unterschiedlichen Zusammensetzungen verschiedenste Flüchtlinge. Ich habe schon 10 Flüchtlinge im Haus gehabt, jetzt sind es 2 bis 4. Bestreitet ja keiner ihre Erfahrungen. Ich habe vor denen noch nie Angst gehabt. Das wünschen wir uns ja alle, dass das so ist. Also Menschen sind. Wir haben definitiv eine neue Qualität. Wir kannten diesen Modus operandi des Antanzen, kannten wir. Aber das war ohne die sexuellen Übergriffe. Und das ist in dieser Nacht so massiv passiert. Vielleicht als Explosion, alles alkoholisiert. Aber wir hatten es nicht nur in Köln, wir hatten es in Düsseldorf, wir hatten es in Hamburg, wir hatten es in Stuttgart. Und ich glaube schon, dass das eine völlig neue Qualität ist. Aber die neue Qualität, darf ich mal, verfolgt und bestraft. Darf ich mal einhaken? Die neue Qualität besteht darin, dass sich Kriminelle heute anders absprechen und anders handeln, als es früher gewesen ist. Das heißt, in Köln haben wir gesehen, was passiert. In Köln haben wir schon vorher ein Ereignis gehabt, als die Hooligans sich dort getroffen haben. Mit der ganzen, da sah man auch schon, wie das Organisationsvermögen zugenommen hat, mit Handy, Internet und all die anderen. Das heißt, wir sind heute, Sie können jetzt die Polizei verdoppeln in Nordrhein-Westfalen, können wir nicht alle Stellen abdecken, wo plötzlich die, aus welchem Grunde auch immer, so ein Flashmob sich treffen, küssen alle gegenseitig, alles ist wunderbar, aber auch zum Gegenteil. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, es wird nicht reichen, einfach mehr Polizisten in Köln auf die Platte darzustellen. Die ist ja auch schon am Tage, ohne Silvester, etwas nicht ganz einfach, sagen wir mal so, ja, von der ganzen Mischung her. Wir müssen zum Beispiel im Internet unwahrscheinlich zulegen, was die Polizei anbelangt. Das heißt, wir müssen uns ja damit beschäftigen. Wenn ich heute meine Spams durchsehe, was ich da kriege, ganz normal, Kriminalität kommt in mein Haus. Und wenn ich dann bei der Telekom anrufe, sage, wie Sie wollen mir hier irgendeine Rechnung abzocken, mit Inkasso, mit allem drum und dran, dann sagen Sie, ach, schmeißen Sie es weg, so nach dem Prinzip, ja. Es kümmert sich ja gar niemand mehr darum, worum sich früher man gekümmert hat. Das heißt, wir werden an dieser Stelle neu denken müssen. Da ist Köln nicht nur eine Geschichte Asyl, Nicht-Asyl,
Leute, die hierher gekommen sind, andere Kulturen, sondern es verändert sich durch das Internet und die Möglichkeiten der Organisation der Kriminalität dort diese Welt gerade. Und wir tun so, als ob das klein und outgesourced werden kann. Und wenn wir die Leute hier rausnehmen, ist das weg. Das war zusammen. Jetzt, ob Sie so geplant haben oder nicht, das Schlusswort der Sendung. Wir müssen neu denken. Das gilt ja für viele Bereiche. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, morgen bleiben wir beim Thema, das viele bewegt. Die Flüchtlingskrise, wie denkt Deutschland? Und damit sind Sie gemeint. Wie denken Sie, liebe Zuschauer? Wir schauen dem Volk aufs Maul. Morgen in der Phoenix-Runde bleiben Sie bei Phoenix.